Meine Damen und Herren, es sind so schnelllebige Zeiten. Die Nachrichten kommen und gehen im Sekundenschlag. Man kommt ganz durcheinander. Ist die AfD noch rechts oder ist sie links? Wie viele Rolex darf man tragen, bis der Weltchefredakteur eifersüchtig wird? Hat der nette Klaas aus dem Privatfernsehen in den 60er Jahren wirklich eine Prostituierte erwürgt? Ich kann es mir vorstellen. Aber dürfen wir uns heute noch darüber aufregen? Das ist doch die Frage. Man weiß gar nicht mehr, wann man sich noch über was aufregen soll. Denn alle 3 Sekunden gibt es in dieser schnelllebigen Zeit einen neuen Shitstorm. Jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Ein Shitstorm jagt den nächsten. Man kommt einfach nicht mehr hinterher. Damit Sie keinen Shitstorm mehr verpassen, haben wir eine Expertin im Team, die sich besser mit dem Thema auskennt als Lisa Müller mit Instagram. Hier ist Dr. Larissa Ries vom Deutschen Institut für Shitstorm-Wissenschaften Offenbach mit der Shitstorm-Prognose. Meine Damen und Herren, die Abgasaffen von VW und ich haben uns gemeinsam in die Analyse begeben und können sicher vorhersagen, der nächste Shitstorm wird vom Papst persönlich ausgelöst. Wirft man nämlich einen Blick auf seinen Shitstorm, auf seine Shitstorm-Kurve, erkennt man eindeutig, dass Franziskus alle 2 Monate wieder Shitstorm bereit ist. Im August sagte er, homosexuelle Kinder gehören in die Psychiatrie. Shitstorm. 2 Monate später meinte er, Kinder abtreiben zu lassen sei wie einen Auftragskiller anzuheuern, um ein Problem zu lösen. Double Shitstorm. Das heißt, sein nächster Shitstorm steht uns kurz bevor. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Kindern, denn wir wissen ja alle, die katholische Kirche liebt Kinder. Future Shitstorm. Okay, Dr. Ries, aber wie wird dieser Shitstorm aussehen? Danke, dass du fragst, Jan. Auch das haben wir berechnet. Bei Shitstorms liegen immer noch unpassende T-Shirt-Sprüche sehr im Trend. Da haben wir H&M mit ihrem rassistischen Affenpulli, Melania mit ihrem empathischen I-don't-care-Jacke und Dieter Bohlen mit seinem Daniel-Kübelböck-Gedächtnis-Hoodie. Für den Papst sagt die Analyse folgende Shirts voraus. Frauen, die abtreiben, schlimmer als Hitler. Und dieses hier bei der Eröffnung eines Waisenheims, Who's your daddy? Okay, interessant, Dr. Ries, aber wie sieht's in der Welt der Politik aus? Auf was muss ich mich vorbereiten? Wer wird da den nächsten Shitstorm auslösen? Hoch im Kurs steht natürlich Philipp Amthor. Von dem können wir in Zukunft ein skandalöses Foto mit Flickflack-Uhr erwarten oder ein Sextape mit Rita Süßmuth. Entschuldigung, was bitte? Genau, richtig gehört, Jan, mit einer Flickflack-Uhr. Aber genug von der Politik, kommen wir zum Boulevard. Wir haben die ausgerutschte Maus von Beatrix von Storch gehackt und die Ergebnisse durch die Gehirne aller Love Island-Teilnehmer gejagt, um die nächsten Shitstorm-Niederschläge zu bestimmen. Hier sind 5 Push-Mitteilungen mit Shitstorm-Potenzial, die Ihr Handy in den nächsten Wochen garantiert zum Glühen bringen werden. Scheidungschaos. Jan Ulrich wirkt Seehund. Ibiza bizarr. Sophia Thomalla kreuzigt Flüchtlinge mit zu kleinen Brüsten. Endlich, Dorothee Bär fordert Flug-U-Bahn für Bayern. Weil sie keinen Sitzplatz reserviert hatten, Deutsche Bahn überfährt 10.000 Katzenbabys. Und Rüsselbruch nach Blümchensex. Pädophiler Hörspielelefant macht Kleinotto emotional von sich abhängig. Vielen Dank, dann wissen wir jetzt, was auf uns zukommt und werden es auf keinen Fall verpassen. Das war Shitstorm-Expertin Dr. Larissa Ries.